Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf der YouTuber-Insel. Gestern haben wir im Stream richtig geile Sachen gemacht, Leute. Falls ihr es verpasst habt, Leute, ihr habt wirklich heftige Sachen verpasst. Es waren so viele Leute da und es war wirklich geisteskrank, was wir mit dem Alpha-Clan angerichtet haben. Falls ihr den verpasst habt, zeige ich euch gleich, was passiert ist, Freunde. Boah, es nerven die ganzen Sachen, Leute. Und ihr denkt euch gerade bestimmt so, ey Bro, worauf stehst du gerade? Ich habe das noch nie auf der YouTuber-Insel gesehen. Leute, ich habe wirklich gestern von 21 Uhr bis 3 Uhr morgens daran gesessen, meine eigene Kuppel hier zu bauen, Leute. Ihr seht, diese Kuppel mit diesem hellblauen Glas ist wirklich riesengroß und mit dem Shader sieht das nochmal und bei Nacht sieht das nochmal richtig geil aus, Leute. Auch hier mit dem ganzen Boden. Ich habe hier alles gerade gemacht, Leute, damit das auch hier, damit ich ein bisschen Platz habe. Ich muss noch ein bisschen verschönern, das mache ich aber noch. Hier war überall so ein Loch, Leute. Und jetzt bei Tag sieht das auch nochmal richtig nice aus. Ich kann ja nochmal hier hochfliegen. Leute, ich habe hier auch so ein bisschen so Wasser runterlaufen lassen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, Leute. Vergesst auf jeden Fall nicht, einen Like da zu lassen. Ein kostenloses Abo würde mich auch sehr freuen. Und gerne könnt ihr auch die Glocke aktivieren, Leute. Und schreibt auf jeden Fall rein, wie ihr meine Glaskuppel hier findet, Leute. Also, Leute, was ich euch sagen wollte, im letzten Stream haben wir nämlich ein Alpha-Clan-Member, nämlich Snoopy, geholt. Ich kann euch hier mal kurz einblenden, wie wir das Ganze gemacht haben. Warte. Ja! Ja! Wir haben unter anderem sein Schild, seine ganze Netherite-Rüstung, sein Schwert und seine Elytra. Ne, sein Schild war das hier, das ist mein Schild. Und ich habe auch Stace, also er ist ja mäßig der Anführer von dem Alpha-Clan, habe ich gesagt, Stace, komm, du redest mit Snoopy, du gibst mir die Sachen von Amir, weil Reini hat die Sachen von Amir und Stace hat Reini geholt. Du gibst mir die Sachen von Amir, ich gebe dir die Sachen von deinem Clan-Member Snoopy und dann sind wir im Geschäft. Also Leute, ich habe ihm das Angebot auf jeden Fall vorgeschlagen und ich sehe gerade auch, dass Snoopy online ist. Wir haben ja seine ganze Sache und ich würde sagen, wir schreiben ihn direkt mal an. Snoopy, wir müssen reden. So, ich bin mal gespannt, ob der antwortet. Ich hoffe, der ist da. Was willst du, Trida? Guck mal, er ist schon richtig traurig, Leute. Guck mal diesen Emoji, der da reinschreibt. Ja, Nikro, wir klären das gleich. Ich muss erst mal mit Snoopy reden. Snoopy, wo bist du? Okay, Leute, ich bin gespannt. Ich hoffe, der antwortet mir direkt. Leute, seht auch, ich habe hier richtig geile Tränke gebraut. Außer des Streams nochmal, außerhalb der Aufnahmen auch. Stärke 2, Direktschaden 2. Leute, mir kann gefühlt gar nichts mehr. Alpha Tower. Okay, Leute, ich würde sagen, fliegen da ganz kurz nochmal hin. Da müsste ja eigentlich theoretisch gar nichts mehr haben, wenn man so überlegt, ne? Wir haben halt wirklich fast alles von ihm weggenommen. Und ich glaube nicht, dass er alles gefarmt hat. Da ist er ja sogar. Hallo, Snoopy, mein Lieber. Du siehst ja ziemlich nackt aus ohne deine Rüstung, die ich im Inventar habe. Also ich bin dir ehrlich, Tridan, ich habe jetzt gar nichts mehr. Gar nichts? Hast du denn gar nicht gefarmt oder so? Hat der Alpha-Clan dir nicht geholfen? Deine Freunde? Ja, also ich habe eine Spitzhacke bekommen, um zu farmen, um den Alpha-Tower ein bisschen schöner zu bauen. Aber, ach so, ja, okay, deine Sachen wurden weggenommen und du sollst erstmal schuften oder was? Ja, typisch Alpha. Guck mal, Tridan, ich habe mit Stace geredet. Ah, ja? Ey, das sind gute Neuigkeiten. Das sind gute Neuigkeiten. Ja, und das war wirklich schwer, ihn zu überreden. Du weißt nicht, wie ich rumreden musste mit ihm, wie lange das gedauert hat, ja? Okay. Was hat er gesagt? Und schließlich, nach dieser ganzen Rederei und so weiter, habe ich die Rüstung wiederbekommen. Ich habe extra was vorbereitet. Du hast Amirs Rüstung wiederbekommen von Stace. Ja. Alles, ja. Alles. Alles, wirklich alles wieder. Versprochen. Okay, und du hast sie gerade auch dabei? Oder wie? Ich hab extra was vorbereitet, damit das so richtig geil wird. Und Leute, was? Also damit es special ist. Du hast, okay, special. Also, was hast du mir denn, also, warte, du hast also, erzähl mal, was hast du vorbereitet? Das muss ich jetzt erstmal wissen, bevor ich dir alles wiedergebe. Liste, wo die Items drin sind. Also, das kommt mir schon ein wenig verdächtig rüber. Na, Trida, du kannst mir vertrauen, ich hab doch gar nichts mehr. Was soll ich denn machen? Ja, okay. Und Stace hat die Sachen, ich habe auch gehört, by the way, dass auch Stace und der Alpha-Clan auch, Chaos-Flow geholt haben sollen. Stimmt also, das?
Nein. Hast du was damit zu tun, Snoopy? Das war ein Fake-Alpha-Clan. Ah. Ein anderer Alpha-Clan. Ah, okay. Ja, dann zeig mir erstmal das, was du vorbereitet hast, würde ich sagen. Ach, komm mal mit. Aber kriege ich erstmal meine Rüstung wieder? Du kannst mir wirklich vertrauen, Tridan. Ey, Leute, ich weiß nicht, ob ich denn wirklich vertrauen kann, den Ganzen, ne? Du willst erst, dass ich dir alles zurückgebe? Tridan, ich kann doch eh nichts machen. Okay, warte. Wir machen das anders. Hast du zwei Holz bei dir zufällig? Ja, hier, bitteschön. Oh, insgesamt 8 Holzbretter, meine ich. Oh, was schmeißt ihr denn weg? Ich habe gar keinen Platz hier, Junge. Okay, ich schmeiß mal kurz mal den Wassereimer weg. Warte, ich... Oh, danke schön. Ey, den Wassereimer gibst du mir gleich sofort zurück, Junge. Ich brauche den noch. So, ich fahre mich mal ganz kurz 2 Bretter ab. Dann mache ich hier eine Kiste. Also, wo ist, zeig mir erst mal, wo das ist, okay? Wo ist die Kiste? Im Alpha Tower? Nein, komm her. Genau hier runter. Aber erstmal will ich meine Rüstung wieder. Was? Hier, hinter dir ist ein Zombie. Warte mal, ich mach dir weg, dass du down gehst. Ey, ich brenne. Ah, hier ist Wasser. Mach das mal ganz auf. Ja, guck mal, siehst du? Warte, bleib mal kurz da oben. Nein, aber... Ey, Leute, das ist halt wirklich eine Kiste, ne? Ja. Und warum ist da mein Block? Muss ich den etwa abbauen, oder was? Ja, den musst du abbauen. Ja. Bro, warte. Erst mal meine Sachen. Ja, warte, ich hab einen Plan. Wir machen das ganz einfach. Guck mal. Bleib da. Du bleibst okay, da. Okay. So. Ich stell dir jetzt hier eine Kiste hin. Und da. Du bleibst da hinten. Okay, ich bleib. Ich hab da jetzt versprochen, alle deine Sachen reingetan, die du hattest. Versprochen. Du bleibst hier. Und, du versprichst mir, dass da auch Armee-Sachen drin sind. Ich verspreche dir, Tridan, auf dieses Fleisch hier. Ja, deine Versprechen. Aber gib mir erstmal Wasser einmal zurück. Hier. Okay, Stupi, ich habe einen Vorschlag für dich. Also, ja, komm, sag. Ich zähle runter von 3. Ey, Leute, ich weiß nicht, ob ich gerade wirklich einen Fehler mache oder nicht, ne? Wenn du mich reinlegst, also der Alpha. Also, das war's, ne? Ich werde nie wieder einen von euch Sachen zurückgeben. Nie wieder. Tridan, du kannst mir vertrauen. Du verrätst nicht nur dich, du verrätst den ganzen Alpha-Clan dadurch. Tridan, ich hab doch selber nichts. Es bringt doch nichts, wenn ich dich jetzt reinlege. Okay, Stupi. Das ist dein Ende dann, wirklich. Das ist dann wirklich dein Ende. Okay, ich zähl runter von 3. Bleib da. Bleib weiter. Ja, okay. Weiter. Ich zähl runter. Und wenn wir bei 0 sind, laufen wir beide auf die Kisten zu. Okay, können wir machen. Okay, bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go! Go! Ey, wenn mich jetzt wirklich verarscht, Leute, ne? Ich muss Spitzhacke ausholen. Nein. Spitzhacke. Bro! Hier ist der ET! Das war der... Bro, hast du mich verarscht! Als ob du wirklich drauf reingefallen bist, Tridan. Junge! Ey, nein. Bleib hier, Junge! Ey, das ist krass. Leute, der Alpha... Ich werde dich jetzt so auseinandernehmen, ne? Warum fliegst du weg? Bleib doch hier! Ey, das ist geil. Wie bin ich drauf reingefallen? Snoopy! Ich habe verloren. Nein. Oh mein Gott! Wie bin ich drauf reingefallen? Ey, Leute, die haben mich komplett auseinandergenommen. Sag bitte nicht, die haben alles von der Kiste rausgenommen. Bro. Oh mein Gott, Leute. Das Ding ist over. Bro, die haben mir deine scheiß Falle gest... Bizepsbrüder Hauptquartier? Was? Kopf von Ripex? Was ist das? Das habe ich da noch nie gesehen. Was für eine Geheimbasis, Bro. War das geplant? Soll ich das finden? Aber hier steht doch gar nichts. Hier ist auch irgendwie gar nichts. Hä? Egal, das ist mir eigentlich erstmal völlig egal, Leute, weil hier sind eh nicht so krass Sachen drin. Aber Leute, die haben mich komplett auseinandergebracht. Nein, der Alpha kann mit sehen. Also Leute, schreibt ehrlich eure eigene Meinung in die Kommentare, wie ihr den ganzen Scheiß hier findet. Also, der Alpha Tower, der wird sehen. Mir ist scheißegal, was für eine Kacke die hier bauen. Wenn es so weitergeht, der ganze Alpha Tower wird weg sein. Ist mir kackegal. Ich hoffe, 5 Stacks 10C, alles wird weg sein. Die machen hier schon irgendwelche Lagerräume, irgendwelche Farm
Oh mein Gott, Zuckerrohr. Ja, nehme ich erstmal was raus hier, 49 Stück, Junge. Hier, kriegt ihr ein bisschen Holz zurück. Für meine Raketen, die ich gerade aufgebraucht habe, wegen dem scheiß Snoopy, Junge. Also Leute, sag ich ehrlich, ich werde was einfallen lassen. Die werden sehen, ihr seht schon, ich habe hier Direkt-Schadenstränke schon gebraut. Also spätestens Samstag im nächsten Stream, wo die nächsten Fights stattfinden werden, ich werde jeden einzelnen auseinandernehmen. Besonders Stace, den Anführer, und Snoopy. Also die beiden sind auf jeden Fall ganz oben auf der Liste, Leute. Also das ist geisteskrank. Wie kann ich mich so verarschen lassen? Ich muss davon auf jeden Fall unbedingt Sue und dem, also generell den Bizeps-Brüdern Bescheid geben. Oh mein Gott, Leute, aber da merkt man, dass man den Alpha-Clan wirklich auf gar keinen Fall trauen kann. Ich werde den nie wieder in meinem ganzen Leben vertrauen, Leute. Nie wieder. Ich schreibe es auch mal Nikro an. Nikro, wo seid ihr? Ihr nervt mich ein wenig. Wir sind gerade weg. Ich muss das Ganze noch mit Sue lehren. Du musst dich noch ein wenig gedulden. Was für Nerven, entschuldigt mir das. Ja, Nikro, beruhig dich. Wir regeln das, okay? Beruhig dich auf jeden Fall. 24 Stunden haben wir gesagt, schade. Ja, Nikro, ich bin noch nicht dazu gekommen, mit Sue zu oh mein Gott, kein Schreiben, zu reden. Ihr seid nicht für das Gute. Ja, da merkt man auch schon wieder. Was für nicht das Gute? Merkt man schon wieder, wie Alpha Clan gerade wieder agiert hat, Leute. Auf jeden Fall, hier oben muss ich mir irgendwie eine Basis bauen. Beziehungsweise da unten auch. Irgendwie hier oben und unten. Schade, bin enttäuscht von euch. Ja, Nikro, komm, alles gut, Bro. Du wirst ja deine Diamanten schon irgendwie wiedersehen. Ich muss irgendwie eine sichere Base bauen, dass hier auch wirklich keiner abhauen kann, wenn wir fighten. Diese Kuppel, die ich hier gebaut habe, sieht nicht nur richtig nice aus, Leute, mit dem Shader, sondern ist auch sicher vom Wegfliegen. Wenn man hier drinnen fightet, Leute, der einzige Ausgang, der hier ist, ist wirklich nur dieses Tor. Aber das kann man wirklich irgendwie einfach zubauen und hier einfach so eine kleine Falle bauen. Ich bin echt gespannt, ob wir das Ganze hinbekommen. Aber ja, Leute, also das von Snoopy, wirklich bodenlos, ich bin wirklich sprachlos, aber sie werden noch sehen, diese Tränke, Leute, ich glaube ehrlich, keiner auf dem Server hat noch diese Tränke. Ey, warte mal, ich habe ihm zum Glück das Schild nicht gegeben, Leute, ich habe ihm zum Glück sein scheiß Alpha-Schild nicht gegeben, guck mal, wie hässlich das aussieht. Okay, wenigstens haben wir irgendwas von ihm noch im Besitz. Auch wenn das schlechteste Item ist von den ganzen Sachen, die ich ihm zurückgegeben habe. Aber egal, Leute. Besser als gar nichts, würde ich mal behaupten. Ach, ich habe ihm mein Schild gegeben. Oh mein Gott, Leute. Mir fällt das jetzt erst auf. Ich habe ihm mein Schild gegeben. Jetzt habe ich so ein scheiß Alpha-Schild. Ach, Mann, ey. Ja, egal. Dann müssen wir halt damit kämpfen. Sie können selber auf diese scheiß Art draufhauen und sehen, was für ein scheiß Schild das ist. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Verpasst auf gar keinen Fall den nächsten Videos, Freunde. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen, auch wenn das hier wirklich ein totaler Reinfall war heute, Freunde. Schreibt gerne rein, wie ich meine Base hier noch verbessern kann, Freunde, und wie ihr die findet von 1 bis 10. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, euer Tridan und ciao.